So, ich hoffe, das ist keine Monster. Da brennen sie da unten. Gut, da unten stört ihr mich nicht. Noch mehr. Haben wir jetzt gerade die Zeit verpennt irgendwie. So, und dann hier nochmal so ein Eingang. Nur für Bedienstete. Können wir auch wieder eine Tür gebrauchen. Also manchmal geht's nicht her. Irgendwie habe ich den Eindruck. So, dann machen wir hier noch eine Tür hin. Und das ist nur für Personal. Fahrkarten. Und wo geht's da hin? Und zwar geht's hier Richtung... ja. Richtung Lager. Genau. Zug zum Lager kostet 1,79. Auch das Eurozeichen ist aber winzig hier. Gut, und dann Teleport. Wie kürzt man das ab? So, ne? Teleport zum Nether. So, das wird ein bisschen teurer als dann fehlen mir hier vielleicht noch ein paar Stühle. Ups. Ein paar Stühle und vielleicht Stühlehammer. Wir könnten noch ein paar Regale hier hinsetzen. Regale. Dann ist das Holz aber auch alle, aber das ist auch egal, das reicht jetzt, glaube ich. Ja, so wird es nichts. So, und hier bauen wir ein paar Regale hin. So, na, da sind dann Kursbücher und weiß der Geier was alles drin. Guten Morgen, ich hätte gerne eine Fahrkarte zum Nether. 175 Euro, 179 sogar. Das ist alles sehr happig. So, zu den Zügen. Wartebereich. Dann geht man hier rum. Hier fehlt noch so ein bisschen Grün vielleicht. Und hier ist dann die Abfahrt des Zuges. Die Toilette ist da. Also ich glaube, der Bahnhof ist sehr schön ausgerüstet hier. Da können wir also getrost unser Bettchen nehmen. Das hier eh nicht hinpasst. Ja, also mir gefällt das. Alle Fenster sind dicht. Wie sieht es hier oben nochmal aus? Hier liegt Schnee. Okay, das lässt sich auch nicht verhindern. Außer ich baue das alles mit Halbsteinen. Muss man sich mal überlegen. Vielleicht lege ich da noch eine Lage Halbsteine drauf. Kann man ja auch machen. Alles hier noch mit Halbsteinen zu kleistern, da kommt ja auch kein Schnee drauf. Muss ich mir mal überlegen, wenn mir das da zu viel wird mit dem Schnee. So, das ist das erste Projekt, haben wir fertig.
So, dann gehen wir zum Zug. 1,79 brauche ich ja nicht bezahlen, denn ich bin ja der Eigentümer. So. Okay, dann fahren wir mal wieder zurück. Habe ich das Bett mit? Ja, das Bett ist auch da. Alles klar, Abfahrt. Ah. Der Bug mit der Ecke da, der Bug. Ach, dann wollte ich mir das von unten angucken, genau. So, dann steigen wir mal aus. Gut. Und lassen uns mal hier runter plumpsen. Bis hier zum Ausgang. Ja, wer kann sich hier noch dran erinnern? Hier ist sogar noch was drin. Was ist hier noch drin? Ich glaube, da habe ich schon öfter mal geguckt. Da sind sogar noch Glasscheiben drin. Ich glaube, ich tue das alles mal nachher ins Lager rein. Na gut, die Erde können wir ruhig hier lassen. Haben wir genug von. Irgendwer hat schon wieder die Tür rausgerissen hier. So, dann gucken wir uns mal an, wo ist die Sonne? Da sollte man also schaffen, mal so einen kleinen Fußmarsch hier um die Ecke. Lass mal uns mal angucken, wie das von außen aussieht. Ja, hier sieht man von der Eisenbahnstrecke praktisch nichts. Ist ja auch gut so. So, wie sieht das hier aus? Hui, das ist aber recht bombastisch geworden. Das ist sehr bombastisch geworden. Ist auch irgendwie nicht so ganz symmetrisch. Aber wer kommt denn eigentlich von dieser Seite hier? Ist hier noch was in der Truhe drin? Nee, zum Glück. Huch. Wer kommt eigentlich von der Seite hier an und guckt sich das an? Eigentlich kommen wir ja immer nur von der anderen Seite. Ich meine, es ist nicht schön, aber Gottchen, man sieht halt, da fängt die Zivilisation an. Gut, dann machen wir uns wieder auf den Weg zurück. Ich habe ja oben stehen auf meiner Memo-Wand, was noch zu tun ist. Als nächstes Projekt. Aua. Noch ein Huhn. Ein Ei, wollte ich sagen. Ein Eingang. Den möchte ich gerne. Ach, an alle übrigens, die immer sagen, ich würde zu viel vorplanen. Das Gebäude, da habe ich jetzt mal nicht vorgebaut, sondern das war jetzt alles ganz spontan. Ich meine, ich wusste, dass ich das dahin baue, aber ich habe es nicht getestet. Kann er jetzt so sagen, ne? Stimmt aber. So, da steht ja bei mir Eingang und hier soll also der Haupteingang des ganzen Bereichs hin. Das hatte ich schon mal getestet, ja, das da oben nicht. Aber hier schon mal, ja, und dann kann man also hier so eine Art Haupteingang machen mit Infoständen und weiß der Geier was. Aber noch ist das nicht so weit, da müssen wir also noch hier den alten Eingangsbereich, Eingangsbereich belassen. So, dann gehen wir mal hoch. Und fahren zum Lager hin.
Gehen wir mal den ganzen Scheiß da ein. So, wo ist die Sonne? Es wird schon rötlich. Na gut, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen mit dem ganzen Kram. Holzbretter. Ja, und Holzprodukte als da. Zum Beispiel sind diese Dinger. Was da hier sind, Druckplatten. Die können hier mit rein und die kommen hier unten mit rein. Und die Türen und den ganzen Kram kommt hier rein. Und auch die Zäune und auch die Leitern. Und auch die Zäune noch. Ja, zwei Eier. Legen wir uns erstmal ins Bett, glaube ich.